Hallihallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder eine Trading-Betrügerin mitgebracht. Die nette Dame braucht wieder eine ganze Zeit, bis sie merkt, dass sie verarscht wird. Allerdings merkt sie es dann irgendwann, diesmal sogar selbst. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Tag, Ihnen. Herr Thales? Ja. Mein Name ist Irene Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, das ist aber ein schöner Name. Name. Ich rufe Sie, weil Sie sich für ein gesetzliches Einkommen interessiert haben. Für ein gesetzliches Einkommen? Zusätzliches Einkommen. Ein zusätzliches Einkommen. Ja, genau. Es geht um den Finanzmarkt. Verschiedene Finanzinstrumente, Bitcoin-Sachen und so. Ja. Sagen Sie bitte, ist das immer noch aktuell für Sie? Ja, das ist sehr spannend. Besonders interessant ist ja immer bei diesen tollen Abzocker-Callcentern, dass die eigentlich so gar nichts über ihre Firma sagen. Also ich meine, wenn sie mal ihren Namen vernünftig irgendwie rausgespuckt bekommen, ist es ja schon oft viel. Aber was die da so genau machen, wie das alles funktioniert, wozu die genau das Geld von einem haben wollen und was man dann davon hat, das erklären die einem irgendwie nie. Die sagen eigentlich nur, man hat Profite. Wie viel, was genau, womit, wer das macht und wie das Ganze abläuft, tja, die Informationen bleiben die euch eigentlich immer schuldig. Wunderschön. Also ich brauche ein paar Minuten Ihrer Zeit, um unser Angebot zu erzählen. Ja. Okay. Bei uns besteht die Möglichkeit, mit dem Boot zu arbeiten. Ich bin sicher, dass Sie über ein Boot schon etwas gehört haben, oder? Mit einem Boot? Boot, das ist Software für automatisierten Handel. Ach so, ich dachte so ein Boot zum auf dem Wasser fahren. Ja, fast. Aber mit diesem Boot fahren wir auf den Finanzmarkt und bekommen Geld. Na schlagfertig ist die Kakerlake ja schon auf Kakerlakisch. Okay. Er wird alles automatisch machen. Das heißt, dass Sie bis 10 Minuten täglich brauchen, einfach um alles zu kontrollieren. Dieser Boot hat auch Staplersystem. Ein Staplersystem? Oder was meinen Sie? Ich höre Sie nicht mehr. Hören. Hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie wieder, ja. Wunderschön. Also, ich habe über Staplersystem gesagt. Sagen Sie bitte, haben Sie etwas schon darüber gehört? Nö, nee, bis jetzt noch nicht. Staplersystem, das heißt, dass Sie nicht mehr als 3 Euro verlieren können. Falls Sie es verloren haben, werden Ihre alle Transaktionen gestoppt und nur Sie selber können Ihr Handelskonto wieder aktualisieren. Ja. Ja, und das bedeutet Stop-Loss-System auf jeden Fall nicht. Was das Stop-Loss-System bedeutet, das gibt es in der Tat bei Trading-Software, wie zum Beispiel bei MetaTrader, dass wenn der Kurs in die falsche Richtung sich dramatisch entwickelt und ein bestimmter Punkt, den man voreingestellt hat, wenn dieser erreicht wird, dann stoppt das System automatisch, damit man kein Lost, also kein Verloren oder kein Verlust erleidet. Ja, oder wenig zumindest. Das kann man aber nicht auf 3 Euro festmachen. Das ist eher prozentual zu sehen. Denn wenn der Markt komplett im Arsch ist und sofort der Kurs einbricht, dann ist halt auch eventuell mal mehr weg. Natürlich kann das System dann sofort erstmal alles stoppen, bevor man noch mehr verliert. Aber an 3 Euro festmachen kann man das nicht. Das bedeutet schöne Sicherheit für Sie, glaube ich. Wir bitten auch Probezeit an. Hier sind Sie wieder weg. Ihre Leitung ist irgendwie schlecht. Wo? Bitte? Sie waren gerade wieder weg. Ihre Leitung ist schlecht. Ach so. Und jetzt hören Sie mich wieder. Jetzt geht's wieder, ja. Okay, wunderschön. Also wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, Probezeit zu nehmen. Für 4 Wochen. Ja, aber eine Probezeit brauche ich nicht. Während dieser Woche. Bitte? Ich sage, eine Probezeit brauche ich nicht. Ich will gleich vernünftig Geld verdienen. Aber Sie werden doch.
Was, warum Probezeit? Und warum wäre es schön, das zu nehmen? Weil in diesen 4 Wochen werden Sie ohne Kommissionen handeln. Alles. Also ohne Emissionen handeln. Okay, dann ist es ja umweltfreundlich. Keine Kommissionen, Sie sollen nichts nachzahlen. Ach, Kommission, ich habe Emission verstanden. Kommission. Ja. So, und Sie bekommen auch den Helfer von Bord. Das ist Analytiker. Finanzmarkt ist sein Bereich. Ja. Und Sie werden alles, was Finanzmarkt angeht, besprechen. Welche Finanzinstrumente gibt es und welche wäre es besser zu wählen und so weiter und so fort. Ja, welche Finanzinstrumente gibt es denn bei Ihnen? Oh, bei uns gibt es sehr viele Finanzinstrumente, wie Kryptowährungen, am populärsten Bitcoin, bin ich sicher, dass Sie es wissen. Ja. Aktien von verschiedenen Firmen, dazu gehören Amazon, Apple, Google und so weiter. Ja. Wir arbeiten auch mit Rohstoffe und Währungsparen. Mhm. Ja? Mit welchem Finanzinstrument würden Sie gerne arbeiten? Ich habe mal überlegt, hier mit Helium zu handeln. Okay. So. Auf jeden Fall, Sie werden alles mit Hilfe von Bord besprechen. Mhm. Und ich würde gerne empfehlen, mit ihm alles zu besprechen. Also, zeigen Sie bitte, wäre es interessant für Sie, mit uns zu arbeiten? Ja, wäre spannend. Wunderschön. Wenn Sie jetzt Zeit haben, können wir Ihr Handelskonto schaffen. Ja. Ich kann Ihnen unsere Plattform schicken. Sagen Sie bitte, ob Sie WhatsApp unter dieser Nummer haben. Nee, das ist eine Festnetznummer. Okay. Dann per E-Mail oder WhatsApp? Ich glaube, WhatsApp ist bequemer, oder? Nee, per E-Mail ist einfacher. Einfacher? Okay. Dann prüfen wir Ihre E-Mail-Adresse. Können Sie bitte sagen, welche Sie haben? Oh, ich habe so viele E-Mail-Adressen. Welche haben Sie denn da vorliegen? Ich höre Sie wieder so schlecht. Bitte? Ich sage, ich höre Sie wieder so schlecht. Ach so, ich sage, dass... ich bitte Sie, Ihre E-Mail-Adresse zu sagen, damit ich das irgendwie einschreibe und dann E-Mail schicke. Na, haben Sie denn nicht schon meine E-Mail-Adresse? Leider nicht. Ach, nicht? Im Kopf habe ich die jetzt auch nicht. Ach so. Aber wir können mal probieren. Okay. Wie können wir das machen? Wie bitte? Also, wie kann ich Ihnen unser Link schicken, damit Sie da alle sich anschauen können? Na, Sie können den ja buchstabieren. Meinen Sie, dass Sie können mir das buchstabieren? Nee, Sie können mir doch die Domain buchstabieren. Leider habe ich nur Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Ich meine, Sie können mir doch das, was Sie mir schicken wollen, buchstabieren. Ja, das kann ich Ihnen natürlich schicken, aber zuerst brauche ich es zu haben. Buchstabieren, sagen, mit dem Mund durchgeben. Sie können es nicht machen? Nee, die Frage war, können Sie das nicht machen? Wie ich gesagt habe, leider habe ich... Also ich habe das Gefühl, ihr Mund ist nur zum Blasen da, aber zum Sprechen funktioniert irgendwie nicht. Was meinen Sie damit? Ja, sind Sie mit der Zunge gut? Hallo? Verstehen Sie, was ich meine? Nee, da war gerade wieder die Leitung weg. Sehr schade, das zu hören. Auf jeden Fall, seien Sie bitte so nett und sagen Sie, wie Ihre E-Mail-Adresse heißt. Ja. Damit ich Ihnen per E-Mail und per Link schicken kann. Ja. Dann nehmen Sie einfach meinen Vornamen und den Nachnamen. Okay. Klaus Thaler. Ja. Ja? Genau. Dann nach Klaus und nach Thaler kommt dann ein Punkt. Klaus Punkt. Ja, also Klaus Punkt Thaler. Ja.
Okay. Dann noch ein Punkt. Okay. Da kommt dann eine 1. 1. 7. 7. 3. 3. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 3. 3. 9. Okay. Und dann ein Ad-Zeichen. Okay. Ein M wie Muschi. N. Ein M wie Muschi. Okay. Dann ein D wie Dödel. Okay. Ein C wie, keine Ahnung, das fällt nicht mit C ein. Haben Sie? Hallo? Hallo? Ja, haben Sie? Welche Buchstabe? Wo sind Sie denn jetzt? M, D. Ja. Weiter. Dann ein C. C wie Tobias? Nein, ein C. Ein C wie, mir fällt doch nicht zu C ein gerade. Fisch? Was? Phoebe. Nein, ein C wie... Mensch, mir fällt kein Wort mit C ein. Also nach S, MDF, klingt irgendwie komisch. Ich habe noch nie solche E-Mail-Adresse gesehen. Ja, haben Sie auch gerade falsch gesagt. Bitte? Ja, haben Sie auch gerade falsch gesagt, ein M, ein D, haben Sie? Ja. Dann ein C und noch ein C, also zweimal das C. C wie Klaus? C wie Kock. Okay. Dann zweimal, ja? Zweimal. Ja, dann ein F. Wie Füße lecken zum Beispiel. Dann ein U. M, D, C, C. F. Haben Sie? Ich finde, Sie brauchen ganz schön lange. Ich habe das jetzt fast durchbuchstabiert, aber irgendwie... Das nervt. Können wir das von Anfang an machen? Ja, dann lesen Sie vor, was Sie haben. Ich bin nicht sicher, ob ich richtig ausgeschrieben habe. Ja, dann lesen Sie mal vor, dann kann ich es korrigieren, falls es falsch ist. Also bei mir steht etwas mit der Zahlen nicht. Also Klaus, Ed, Thaler? Nee. Da haben Sie jetzt die Zahlen da? Ja, ich habe Zahlen. Ja, dann lesen Sie die mal vor. 9, 3, 7, 8, 9, 3, 7, 1. Ja, genau, das ist richtig. Alles klar. Also auf jeden Fall danke für meine versäumte Zeit. Ich glaube, dass viel Spaß für Sie gemacht hat. Ja, ich und denke, Sie sind... Und vielleicht rufe ich Sie später an. Ich denke, Sie sind einfach nur eine Betrügerin. Oh, das war unhöflich. Nee, das war bitte, nicht unhöflich. So denken. Unhöflich wäre, wenn ich sage, du arbeitest als Nutte. Oder als Hure, sagen ja meistens deine Kollegen immer. Das ich wäre glaube, unhöflich. Ihre Mutter wäre stolz auf Sie, wenn ja Sie so zu ihr sagen. Ja, ist sie doch auch. Aber ich habe keine Ahnung, was Sie meinen und warum Sie so mit mir sprechen. Ja, weil, ich war sehr nett weil mit Sie Ihnen Betrügerin sind. Und es ist und sehr du kannst schade, kein Deutsch. Solche Menschen. Ich habe bitte kein du kannst Deutsch. Kein Deutsch. Ja, ich kann kein Deutsch, gar kein Wort. Sie haben recht. Genau. Sind wir lesen Sie nur ab. Ja. Das freut mich zu hören. Herzlich ich willkommen auf Ihnen YouTube. Alles Gute. Ja, danke sehr. Jo. Irene Meyer. Jo. Mein Name ist Irene Meyer. Prima. Ja? Ja, vielleicht will ich mal jemand buchen. Danke schön für Ihre Antwort. Ich hoffe, dass Sie viel Spaß hatten. Ja, magst du eigentlich Analsex? Nein. Okay. Ich glaube nicht. Gut, dann weiß ich Bescheid. Und
je, oh je, oh je. Tja, naja. Ich würde sagen, die haben wir auf jeden Fall wieder erfolgreich ausgenockt. Und ich glaube, die braucht mindestens jetzt eine Kippe danach. Also, so viel Zeit, wie die hier am Telefon verplempert hat, nur um die E-Mail-Adresse irgendwie aufzuschreiben, um es dann am Ende denn doch nicht hinzubekommen. Tja, ich weiß auch nicht, was das hier jedes Mal soll mit diesen komischen Spinnern am Telefon. Die wollte ja auch von mir die Adresse haben. Und schafft's dann überhaupt nicht, die irgendwie aufzuschreiben. Naja, ich meine, gut, wir haben sie ja schon mit Absicht schwer gemacht, aber ein bisschen blöd gestellt hat sie sich hier auch auf jeden Fall. Wahnsinn. Naja, man kann es ja nicht immer allen recht machen. Auf jeden Fall hat sie ja keinen Bock mehr gehabt. Und dann ging es ja am Ende ziemlich schnell. Was hier aber auf jeden Fall sehr auffällig ist, die ist nett geblieben. Auch wenn man versucht hat, die irgendwie auf die Palme zu treiben. Das ist tatsächlich relativ selten, dass ein Betrüger nett am Telefon bleibt. Denn spätestens, wenn man so ein bisschen, naja, mal so ein paar kleine Worte in den Raum schmeißt, die vielleicht doch nicht so ganz angebracht sind, spätestens da rasten sie eigentlich aus und zeigen dann ihr wahres Gesicht. Naja, sie ist ja hier gefasst geblieben. Aber vielleicht war es auch einfach nur K.O. Ich weiß es nicht. Besonders interessant fand ich aber, dass sie hier zum Schluss nochmal ihren Namen extra schön deutlich ins Telefon gesagt hat, um, weiß ich nicht, sich vielleicht auf YouTube selbst rauszuhören? Keine Ahnung. Vielleicht will sie bekannt werden. Ich hatte die, glaube ich, aber auch nicht nochmal am Telefon. Ist mir schleierhaft, was sie damit genau machen wollte. Ich meine, sie hat es ja begriffen, dass das hier für YouTube war. Und, tja, weiß ich nicht. Aber ist schon traurig, wenn man so in einem Callcenter versucht, an Geld zu kommen. Ich hoffe, euch hat das Video, wie immer, ein kleines bisschen unterhalten und Spaß gemacht. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Besucht mich auch gern auf Twitter. Schaut dort einfach mal unter Callcenter Abzocke oder unter @ccabzocke. Da findet ihr auf Twitter das passende Profil zu unserem Kanal hier. Ja, und wer möchte, kann es halt eben auch gleich abonnieren. Ansonsten würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meine Videos teilt, verbreitet auf Twitter, Instagram, Facebook und was es da so alles gibt. Ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.